ich bin Tobias vom Aktion zumindest 100 stoppen und ich wollte euch erstmal was fragen. Wisst ihr, dass nur wenige Meter von hier entfernt der Rohbau einer Autobahn gebaut wurde? Und zwar wurde? Ja, unter dem Ostkreuz wurde ein 175 Meter langer Tunnel für die geplante Stadtautobahn 100 gebuddelt und dafür bereits 20 Millionen Euro vergraben. Dieses Millionengrab wird offiziell übrigens Vorsorgemaßnahme genannt. Könnt ihr euch vorstellen, dass das gemacht wurde, obwohl bis jetzt kein Planungsverfahren für diese Autobahn gibt? Eine Bürgerbeteiligung zu diesem Betonmonster und hier meine ich eine Beteiligung, die unabhängig vom Vorhabensträger und unparteiisch ist, wo dialogisch und ergebnisoffen diskutiert wird und das Ergebnis verbindlich ist, gab es natürlich auch nicht. Denn ein Planverfahren für diesen Bauabschnitt gibt es noch nicht. Aber auf der Webseite des Bundesverkehrsministeriums steht, die Autobahn ist schon im Bau. Vor kurzem gab es erstmals eine Öffentlichkeitsbeteiligung zum Bundesverkehrswegeplan 2030 und man konnte brav seine Einwendung schreiben. Und das haben viele tausend Leute gemacht. Eine transparente Auswertung und Erörterung der Eingaben, Fehlanzeige, Mitbestimmung ausgetrickst. Ob dieser Tunnel jemals genutzt wird, ist äußerst ungewiss. Denn bei den geplanten 4 Kilometer Autobahn von Treptow unter dem Ostkreuz und der neuen Bahnhofstraße bis zur Storkower Straße dürften die Kosten vermutlich die Milliardengrenze knacken. Selbst die Senatsprognosen belegen eindeutig, dass der Autoverkehr in Berlin in Zukunft weiter abnimmt und eine Stadtautobahn nicht benötigt wird. Eine Autobahn an dieser Stelle ist rückwärtsgewandte Verkehrs- und Infrastrukturpolitik aus dem vergangenen Jahrhundert. Wenn jemand auf einer Freifläche Musik macht und sich nur ein Mensch daran stört und die Polizei ruft, dann genügt das oft, um die Veranstaltung zu beenden. Ein Blick auf die Lärmkarten des Berliner Senats zeigt jedoch, der mit Abstand größte Krachmacher in Berlin ist die Stadtautobahn. Und das rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr. Und Dauerlärm und Abgase machen krank und tausende Menschen leiden darunter. Ich habe noch nie erlebt, dass die Polizei die Autobahn sperrt, wenn sich ein Anwohner über den Verkehrslärm beschwert. Trotzdem soll die Stadtautobahn A100 bis zur Storkower Straße verlängert werden. Hier wurden 2500 Einwendungen und der jahrelange Protest tausender Menschen komplett ignoriert. Denn vor 3 Jahren war Baubeginn für den Abschnitt von Neukölln zum Treptower Park. Kurz vor den Abgeordnetenhauswahlen stellt sich die Frage, ist denn wenigstens auf die Berliner Politik Verlass? Nach den massiven Protesten und tausenden Einwendungen seit 2009 gegen den Bauabschnitt von Neukölln nach Treptow stimmten die Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg und Lichtenberg sowie die Regierungsparteien der damaligen rot-roten Koalition gegen das Betonmonster. Da das Herr Wowereit damals offenbar nicht passte, setzte er seine SPD unter Druck und ließ ein Jahr später noch einmal abstimmen und erzwang eine ganz knappe Mehrheit für die Autobahn. Das ist faule Politik. Müsste Berlin die Autobahn selbst bezahlen und das wäre mit über 500 Millionen Euro für den Abschnitt Neukölln-Treptow und vermutlich über 1 Milliarde für den nächsten Abschnitt bis zur Storkower Straße die teuerste Autobahn Deutschlands. So würde niemand auf diese verrückte Idee kommen, die Autobahn zu bauen. Aber da uns dieses Betonmonster vom Bund geschenkt wird, wird so lange abgestimmt, bis das Ergebnis den politischen Entscheidern passt. Es gibt noch unzählige Argumente, die gegen den Ausbau der Stadtautobahn sprechen. Hier nur eine kleine Auswahl. Es wird Autoverkehr gesät, es werden Kieze zerschnitten und Menschen mit Lärm und Abgasen belastet. Zum Schluss möchte ich euch auf unsere nächste Aktion aufmerksam machen. Wir machen am Samstag, den 9. Juli um 15 Uhr einen Flashmob. Wir wollen uns auf der Kreuzung Frankfurter Allee, Gürtelstraße, Möllendorfstraße am Ringcenter 2 querlegen und die Kreuzung blockieren.
Mehr Infos zu dem Flashmob und zur Autobahn findet ihr auf unserer Webseite www.a100stoppen.de. Und zum Schluss möchte ich mit euch gemeinsam sagen, hopp, 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 100 Stopp. Hopp, 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 100 Stopp. Hopp, 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 100 Stopp. Genau. Dankeschön. Wir weisen darauf hin, dass die Polizei uns informiert hat, dass es jetzt zum Teil eine Seitenbegleitung gibt seitens der Polizei, weil angeblich im hinteren Bereich der Demonstration Sachbeschädigungen beobachtet worden sind. Deshalb passt auf euch auf, achtet darauf, dass ihr nicht in Gefahr kommt. Lasst euch nicht provozieren. Stoppen. Durch die Stadtautobahn 100 werden auch sehr viele Freiräume zerstört werden. Bisher wurden schon über 350 Kleingärten und hunderte Wohnungen kaputt gemacht. Als die 100 wird ja bis Triptos gebaut und die sollen weitergebaut werden bis zur Storkower Straße. Die Trasse verläuft an einer Meile, wo mehrere Clubs sind, die werden kaputt gehen. Es wird eine Wagenburg am Ostkreuz kaputt gehen. Dann werden Parks zerstört werden, wenn die Autobahn kommt. In der Wilhelm-Rudolph-Straße gibt es hunderte oder tausend Leute, die da vom Lärm belastet werden. Dann die Wagenburg an der Scheffelstraße muss weichen, die Villa Curiosum und viele weitere Freiräume. Wir machen dagegen einen Flashmob und zwar am 9. Juli, 9. Juli, Samstag um 15 Uhr. Da wollen wir die Kreuzung an der Frankfurter Allee vor dem Ringcenter 2 besetzen. Thank you.